Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Gartensaison fängt einfach wunderschön an. Heute haben wir ganz spannende Themen für euch vorbereitet. Wir machen eine Blumenwiesen, aber das Besondere ist, die ist in einem Topf drinnen. Das heißt, das ist was für den Balkon oder für die Terrassen. Und eine sahen wir an und eine setzen wir ein in den Topf. Und nachher werden wir noch ein gesundes Kisterl bepflanzen für uns als Hausapotheke, die gleichzeitig auch für die Insekten super ist. Die Kosi macht uns einen schönen Deko-Tipp, wie immer, mit ganz einfachen, natürlichen Materialien. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Okay, legen wir los. Machen wir eine schöne Blumenwiese für den Balkon oder für die Terrasse. Ich finde, das hat wirklich was, weil man holt sich unsere heimischen, wunderschönen Wiesenblumen direkt auf den Balkon und kann es so richtig bewundern und noch mehr bestaunen. Und vor allem, man sieht dann natürlich auch die Insekten, wie sie sich freuen dran. Manche kann man auch selber benutzen, wenn man das will. Wir machen, wie gesagt, zwei verschiedene Varianten. Wir machen eine, da setzen wir es direkt rein. Da werde ich ein bisschen einen größeren Topf nehmen. Und der zweite machen wir dann noch eine Variante, wo sie es ansetzt. Da nehme ich ein bisschen einen kleinen. Hat beides einen Reiz und beides ist, finde ich, wirklich eine schöne Variante. Bevor es losgeht, bohrt Markus noch einige Löcher in den Boden und legt ein Vlies drauf. Bei der Erden, da lasst euch ein bisschen Zeit, dass ihr eine gescheite Erden kriegt. Eine gute Erden ist eine Mischung. Also das ist nie einfach nur ein Kompost zum Beispiel, sondern gerade bei den Drogerden ist wichtig und man sieht das da auch ganz gut, wenn ich das so ein bisschen auseinanderziehe. Man sieht Kompostanteile, ja, das ist schon mal gut, Kompost ist immer gut, aber es ist auch drinnen, zum Beispiel da sehe ich Ziegelteile, das nennt sich Ziegelsplit, das sind einfach zertrümmerte alte Ziegel, die nehmen eine Feuchtigkeit auf und geben es an, wenn Bedarf ist für die Pflanzen. Das ist eine super Sache. Und was ich auch sehe, da ist, ist ein bisschen ein Sandanteil drinnen und so wird das Ganze durchlässig und tut nicht vernässen. Weil oft kriegt man so richtig, wie soll man sagen, so überdüngte Substrate, die sehr, sehr viel Kompostanteil haben, das ist nicht gut. Es geht dann auch sehr viel nach und sowas, das ist strukturstabiler und nimmt eben ein bisschen Wasser auf und gibt es dann an die Pflanzen an, wenn sie es brauchen. Fütze es nicht gleich ganz bis auf an, sondern bleibt es ein bisschen drunter, weil dann könnt ihr nachher ausprobieren, wie machen sie die Pflanzen drinnen. Dann könnt ihr es einmal einstellen und schauen, habe ich genug oder brauche ich noch was. Und bei einer Blumenwiesen gebe ich euch wirklich einen Tipp, mehr als mehr. Setzt es ziemlich voll, so wie ihr es euch vorstellt. Eine Blumenwiesen ist ja ganz ein buntes Mosaik aus verschiedenen Pflanzen. Also da könnt ihr wirklich schön dicht einstellen, dann schaut das auch lieb aus. Okay, viel mehr geht jetzt wirklich nicht mehr. Und das passt gut. Das ist richtig eine schöne bunte Mischung. Was habe ich da jetzt alles eingenommen? Es sind wirklich alles unsere heimischen Wildpflanzen, die gleichzeitig, das wissen viele nicht, weil viele glauben immer, okay, man muss irgendwelche hochgezüchteten Sorten haben, aber gerade unsere heimischen wilden Stauden sind wunderschön und ganz unkompliziert. Das kennen, glaube ich, die meisten. Das ist eine echte Schlüsselblume. Das ist übrigens ein Topf eher für die Sonne, wo es durchaus heiß sein kann. Ein bisschen mehr auf der trockenen wie auf der zweiten Seite. Da haben wir eine Skabiose, die wird auch bald blühen. Frauenmantel mag ich einfach immer sehr gern, auch wenn es vielleicht eine Pflanze ist, die sehr gut bekannt ist. Es gibt auch viele wilde Frauenmantel, das ist ein wilder Frauenmantel. Schaut einfach schön aus, wenn er diese Tautropfen am Laub hat. Ist einfach eine schöne Laubpflanze. Eine Wahnsinnspflanze, deswegen habe ich sie in die Mitte gesetzt, weil es auch die größte wird. Das ist der Wiesensalbei, unser heimischer Wiesensalbei. Allein das Blau, also richtig ein strahlendes, leuchtendes, ein tiefes Ozeanblau, möchte man fast sagen. Und das Coole ist auch, bei diesem Wiesensalbei, das kennt ihr ja alle, den Gartensalbei, der für die Gesundheit so gut ist, der hat die gleichen Inhaltsstoffe im Großen und Ganzen, aber in stark abgeschwächter Form. Das heißt, ihr könnt den auch ruhig verwenden für die Küche, fürs Essen, einmal ein paar Blätter für einen Tee nehmen, wieso nicht? Und die Blüten werden sehr, sehr gut besucht von verschiedensten Wildbienen und Hummeln. Hummeln lieben den wirklich. Was haben wir noch? Eine Kartäusernelke. Wunderbare Pflanzen, um Schmetterlinge anzulocken. Kriegt ganz schöne, so tiefröhrige Blüten, wo die Schmetterlinge mit ihrem langen Rüssel den Nektar dann aussaugen.
Margarite, ein Klassiker. Unsere Wiesenmargariten, ich mag es einfach gern. Was wenig wissen, die Margariten ist in allen Teilen essbar. Ungefähr so kann man sagen wie ein Gänseblümchen. Ist relativ mild vom Geschmack, könnt ihr es einmal probieren. Wer sich nicht gleich traut, nehmt einmal ein paar Blüten aus Essdeko auf einen Salat. Und eine Akelei, einfach weil ich die Akelei sehr, sehr gern mag. Die wird auch bald blühen, ist eine unkomplizierte Pflanze. Und schön sind wir am Rand, finde ich, wenn man ein, zwei Sachen einsetzt, die ein bisschen drüber oben hängen. Und da habe ich eine Heidenelke, die schaut vielleicht jetzt noch nicht super aus, aber die kriegt so richtig so eine Kaskade runter mit ganz, ganz intensiv leuchtend pinken Blüten. Also wirklich eine lässige, schöne Mischung. Jetzt kommt noch eine 2 bis 3 cm dicke Sandschicht drauf zum Schutz für die Pflanzen. Und schon ist der Topf ein Hingucker auf der Terrasse oder am Balkon. Also ich bin voll happy und ich bin mir sicher, dass unsere Bienen, Hummeln und Schmetterlinge auch richtig happy sein werden. So, jetzt machen wir richtig was Spezielles, was anderes. Wir sehen uns eine Blumenwiese im Blumentrog drinnen, im Blumenkistel, im Topf. Ist insofern speziell, weil ihr da so viele Möglichkeiten habt. Wir machen da eine Ansaat mit Einjährigen, weil es ist schon relativ spät im Jahr. Es ist jetzt vielleicht nicht mehr so ideal für die Mehrjährigen. Die brauchen ja länger, bis sie sich entwickeln, sondern wir nehmen zum Beispiel eine Kornrade, eine Kornblume, ein Färberkamün, Acker vergisst man nicht, ein Mohn. Solche Sachen, die kommen da rein und dann wird das heuer schon schön ausschauen. Und im Herbst kann ich mich dann entschließen oder entscheiden, was möchte ich da, möchte ich was setzen oder sei im Herbst dann was Mehrjähriges. Das war dann ideal. Okay, jetzt da war es aber wirklich nicht schlecht, wenn wir ein bisschen einen Sound hernehmen, weil wir wollen ein Soundbeet machen, was diese Pflanzen zum Keimen anregt. Und viele unserer einjährigen Pflanzen, wie eben der Mohn zum Beispiel oder die Kornblume, die haben es ganz gern, wenn der Boden eine gewisse Durchlässigkeit hat. Das heißt, ich tue in die oberste Bodenschicht, die oberen 5, 10 cm, tue ich einen Sound dazu rein. Ansonsten ist es wieder genauso ein normales Drogsubstrat und schaut dann oben, wenn man drauf schaut, eher sandig aus. Und da keimen sie aber sehr, sehr gut. So, den Sand, den mischen wir da schon rein in die obersten Bodenschichten und machen uns ein schönes Saatbeet. Jetzt ist es einerseits nährstoffreich unten, oben ist es ein bisschen abgemagert. Genau das taugt den Pflanzen. Wenn sie merken, oh, da ist es ein bisschen mager, da muss ich anzahlen mit den Keimen und schnell Wurzeln machen, dann entwickeln sie sich einfach schnell. Das machen wir schön gerade und dann können wir schon aushauen, das war's schon. Davor macht Markus aber noch eine Entdeckung. Na schau. Da haben wir unseren guten Freund, unseren Wurm. Den werden wir gleich da tief rein tun, dass er nicht heiß wird. So, oder? Der Wurm kann schon wieder arbeiten. Die Samen mischt Markus mit Sand, sodass sie sich gleichmäßig verteilen. Das bin ich gar nicht gewöhnt mit so kleinen Mengen. Aber man kann sich vorstellen, dass jetzt das Saatgut, egal ob grober Same oder ganz feiner Same, da in diesem Sand gleichmäßig verteilt wird. Aber was dann ganz wichtig ist, diese Sand-Samen-Mischung, die dürft ihr dann nicht einfach 5 cm dick draufschmeißen, weil ganz viel von diesen einjährigen Pflanzen sind Lichtkeimer. Das heißt, bringt sie es wirklich nur hauchdünn auf, also so maximal einen halben Zentimeter. Durchs Gießen schwappt sie es vielleicht wieder ein bisschen aus, dann liegen die oben und kriegen einen Sohn und dann keimen sie auch. Da darfst du es dann fest andrucken, dass der Same sollte schön in der Erde drinnen picken, damit er nicht ausgeschwappt wird und einen Kontakt hat zur Feuchtigkeit. Das ist wichtig. Also er sollte praktisch oben ein bisschen Licht ankriegen und sollte aber unten in der Erde drin stecken. Das war so das Ideal, was man haben sollte. Deshalb fest andrucken und das war es dann eigentlich. Jetzt könnt ihr es angießen. Dann könnt ihr es ein bisschen beschleunigen, wenn es länger nicht regnet, aber man muss gar nicht unbedingt gießen, wenn ein Niederschlag hinkommt auf die Kisteln. Die keimen eigentlich von selber auch mit dem, was halt ein Niederschlag fällt. In einem Balkon ist es oft so, es kommt oben was drüber, dann darf es halt regelmäßig gießen. So, das war's. Jetzt müssen wir warten. Hilft alles nichts.
bevor ich euch jetzt so ein richtig gesundes Balkonkisterl mache, macht euch die Kosi echt eine liebe, entzückende Deko mit Zitronen. Die wird trotzdem richtig süß. Bevor Kosi loslegt, pflückt sie viele verschiedene Wiesenblumen. Jetzt werden Zitronen ausgehöhlt. Anschließend auf einem Tablett drapiert und mit Wasser befüllt. Danach schneidet Kosi eine Zitrone in Scheiben und benutzt diese als Deckel bzw. als Steckschwammersatz für die Zitronen. Für ein bisschen Romantik sorgt Kosi mit Zitronenteelichtern. Und fertig ist auch schon die wunderschöne Zitronendeko. Jetzt aber wieder zurück zu Markus und seinem richtig gesunden Kräuterkisterl. Wir haben ja eine unglaubliche Apotheken mit unseren Pflanzen zur Verfügung. Und das Schöne ist, du brauchst nicht viel Platz. Es reicht wirklich. Ein Balkon ist schon ein Luxus, sage ich fast, weil du kannst in einem Kisterl so eine kleine Hausapotheke unterbringen mit ein paar wirklich nützliche und auch sehr, sehr wirkungsstarke Pflanzen. Man kann dann selber entscheiden, nimm es vielleicht einmal für einen Tee her oder tu es zum Würzen hernehmen. Die sind ja auch vielseitig einsetzbar. Und was der Oberwahnsinn dazu ist, alle, kann man wirklich fast sagen, sind sehr, sehr nützlich für unsere Insekten, weil ganz viele von denen sind Lippenblütler und unsere Insekten lieben Lippenblütler. Ich habe euch eine Top-Auswahl gemacht, die einfach mir auch viel taugen, weil es so vielseitig zum Verwenden sind. Ich glaube, den kennt ihr alle, der Gartensalbe. Ist ja eh sehr bekannt, wenn man Halsweh hat, wenn es ein bisschen kratzt, dann trinkst du einen Salbeitee. Was vielleicht viele gar nicht wissen, auch wenn man so ein bisschen zum übermäßigen Schwitzen neigt, kann man einen lauwarmen Salbeitee trinken. Und der Salbei ist ein gutes Mittel, um das Schwitzen ein bisschen einzudämmen. Er ist auch ganz stark antibakteriell, antiviral, entzündungshemmend, also hat wirklich ein richtiges Arsenal für uns, was er bereithält. Die Blüten sind gerade beim Aufgehen, bald blühen sie, dann müsst ihr mal beobachten, was an diesen Blüten los ist. Also wirklich unglaublich, wie die Insekten den gern haben. Der Thymian, in dem Fall ist der echte Thymian, der sehr, sehr viel, es haben unsere heimischen Thymiane auch sehr viel Inhaltsstoffe, aber der hat so richtig die geballte Ladung drinnen. Thymian ist eine Pflanze, wenn man eben Verkühlungen hat, Halsweh, ist der sehr gut zum Inhalieren. Also nicht unbedingt jetzt aus Tee trinken, kann man auch machen, ist ein bisschen ein scharfer, hat eine gewisse Schärfe der Tee, aber es ist sehr gut zum Inhalieren. Thymian geht wirklich tief in die Lunge und wird durch die Lungenbläschen diffundiert, das heißt, der erwischt da unten so ziemlich alles, was wir nicht haben wollen in der Lunge, also ist stark bakterientötend und man kann Fußbäder aus dem Thymian machen, wenn man unter Nagelpilz leidet. Kennen vielleicht manche, kann sehr hartnäckig sein. Und der Thymian, der ist so kräftig von seinen Inhaltsstoffen, das ist ja medizinisch nachgewiesen und in Studien bewiesen, der ist stark pilzabtötend. Also war vielleicht einmal ein Versuch wert. Er ist natürlich auch eine wunderschöne Pflanze. Der kommt da auf jeden Fall rein. Ein bisschen unterschätzt, auch nicht so bekannt, ist das Bohnenkraut. Das Bohnenkraut kann man sich gut merken. Ihr kennt das Phänomen, wer viele Bohnen isst, ist manchmal nicht mehr gesellschaftsfähig. Deshalb sollte man ein Bohnenkraut dazu tun. Also alles, das weiß man seit der Antike. Die Römer haben das schon gemacht, bei einem schweren Essen mit viel Fett haben sie ein Bohnenkraut dazu getan. Ist einfach gut, auch überhaupt für die Verdauung, regt die Verdauung an, also die Magensäfte fließen. Es ist aber auch, ähnlich wie der Salbe oder der Thymian, antibakteriell, antiviral. Das heißt, man kann sich ruhiger einmal einen Tee machen und damit gurgeln. Also wirklich eine spannende, interessante Pflanze, die ja extrem unkompliziert ist. Im Winter, wo der Lavendel ganz gern Probleme hat, mit dem Bohnenkraut hast du eigentlich nie ein Problem. Das ist extrem winterfest, blüht wirklich lieb. Also auch super Pflanzen für so eine Kräuterkombi. Ihr werdet sehen, wenn das Bohnenkraut blüht, es ist vielleicht von der Blüte her nicht ganz so bombastisch auffällig wie unser Salbei, der hat so riesen Blüten, aber es ist auch ein Lippenblütler.
und alle Lippenblütler werden begeistert angenommen von unseren Hummeln, Wildbienen, Honigbienen und es blüht sehr reich. Ich finde, es ist eine schöne, eine weiße Blüte, ein bisschen kleinere, zarte Blütchen, aber sehr, sehr ansehnlich. Also Insekten mögen es wirklich gern. Okay, haben wir einen Stress, sind wir gestresst? Kein Problem, Lavendel im Kistchen. Lavendel ist, man muss wirklich sagen, seit über 1000 Jahren, die Römer haben den schon viel genommen, angeblich Julius Caesar, wenn er viel Stress gehabt hat, ist er heimgegangen am Abend und hat sich ein Lavendelbad gegönnt. Also der Lavendel ist der Entspanner, er tut unser Nervenkorsett allein durchs Riechen, diese ätherischen Öle, das geht sofort ins limbische System, schaltet man schon ein bisschen einen Gang runter. Und Lavendel ist wirklich eine Pflanze, die auch Ängste nehmen kann und uns einfach ein bisschen entspannter und gelassener macht. Außerdem, wenn er sich gut entwickelt im Topf, schneidet euch hier und da ein paar Asteln ab, überbrüht es mit einem heißen Wasser, köstlicher Tee und auch wieder sehr gut für die Verdauung, verdauungsanregend mit all seinen positiven Eigenschaften, eben auch antibakteriell, antiviral, also richtig eine gesundheitliche Wunderwaffe, möchte ich fast sagen, die, das wisst ihr alle, heiß geliebt wird von unseren Insekten. Allen bekannt aus der Küche ist der Rosmarin. Rosmarin ist eine unglaubliche Heilpflanze und der Rosmarin ist jetzt, ich will gar nicht sagen unbedingt im Gegenteil, weil er macht es auf eine sehr angenehme Weise, aber er stimuliert uns. Das heißt, wenn ihr in der Früh Probleme habt mit Munterwerden, dass euer System ein bisschen hochfährt, probiert es einmal. Nehmt einen Rosmarin-Tee. Ist ganz einfach zu machen, ist, finde ich, auch wirklich köstlich. Gleichzeitig ist der Rosmarin nicht umsonst so geschätzt in der Küche, weil er einfach auch wieder Galle, Leber, der bringt das alles in Schwung, der fördert diese Sekretion, ist auch wieder stark antibakteriell, antiseptisch, also wirklich, man muss es auch sagen, eine wertvolle Heilpflanze. Nebenbei natürlich auch ein wunderbares Gewürz. Ja, ich hoffe, es war für euch auch ein bisschen spannend und hoffentlich auch was Neues dabei. Es ist einfach um die Zeit, finde ich, so herrlich, weil der Garten lebt. Und es ist für uns super, aber auch für unsere Insekten und gerade mit unseren heimischen Pflanzen sind wir da so richtig super unterwegs. Also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Viel Spaß bei euch daheim im Garten. Willi.